Als ich mich dann darüber gebeugt habe, ist der Schlüssel wahrscheinlich aus meiner Tasche gefallen. Vielleicht liegt er auf dem Boden irgendwo da hinten. Versprich mir bitte, dass ich hier bald ausstellen kann. Versprochen. Und jetzt entspann dich. Ich kümmere mich drum. Es gibt noch nichts zu sehen. Ich bin noch am Aufhängen. Kein Problem. Wir sind Malerinnen aus der Gegend. Wollten nur mal reinschauen. Nur zu. Okay. Was haben wir denn hier? Die großen Werke verkaufen sich offenbar nicht so gut. In dieser Stadt hat auch kaum jemand Wände, die breit genug wären. Nichts wirklich Aufregendes. Ein konservativer Schinken nach dem anderen. Brech doch mal aus, Leute. Du da. Raus mit dir. Bernadette schaut, was die Konkurrenz so macht. Du sprichst mit dem Kerl. Du kannst doch Leute von allem überzeugen. Okay, das bleibt also an uns hängen. What happened? Spießige Bilder. Dieser Müll hat in einer Ausstellung nichts verloren. Die beleidigt alles. Die sind keinen Cent wert. So, wir können North Beach, wir können gehen, wir können Lager, wir können mit ihm, auch wir gucken uns zum Lager und wir sind immer so frech, hm? Sie können da nicht hin. Ich will nicht, dass jemand die Werke der Bewerber sieht. Seht ihr das, was ich da gerade sehe? Guckt mal hier, was das da ist. Das sieht doch merkwürdig aus. Eine Bebop-Brille. Ein teurer Haarschnitt. Saubere Haut, gut genährt. Glänzender neuer Gürtel. Was die Frau achtet. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Selten so viele talentierte Künstler gesehen. Wird ein ganz großes Ding. Kein Zweifel. Und wir stehen mitten im Epizentrum. North Beach ist so ein aufregender Stadtteil. Teures Hemd. Sieht aus wie ein Schreibtischhengst. Vielleicht ein Ex-Investmentbanker oder ein arbeitsloser Anwalt. Es wird Zeit, dass wir New York endlich zeigen, wie der Hase läuft. Es wird Zeit, dass wir New York endlich zeigen, wie der Hase läuft. Richtig? Verdammt richtig. Ha. Jetzt hab ich dich. Er hat bestimmt Familie an der Ostküste. Irgendjemand, dem er was beweisen will. Diese Ostküstenärsche können uns mal. Diese Ostküstenärsche können uns mal. Verdammt richtig. Meine Freundin hier ist eine echt heiße Künstlerin. Kommt direkt aus San Francisco. Fährt Motorrad. Sehr leidenschaftlich. Wird sie meine Galerie verwüsten? Nein, nein. Ich meine damit, sie hat ein sehr leidenschaftliches Verhältnis zur Kunst. Sie hat allem abgeschworen. Liebe, Familie, alles nur für die Kunst. Aha. Und da ist sie auch schon. Darf ich vorstellen? Bernadette. Hallo. Wir kennen uns schon. Sie haben... Oh, Entschuldigung. Du hast ein paar Gemälde dagelassen. Ich werde nicht anfangen, abstrakt zu malen. Nicht wegen ein paar Männern. Meine Freundin hier wird sie reich machen. Eine ganz heiße Entdeckung. Die Sammler werden sie lieben. Keine Reaktion. Geld ist ihm wohl egal. Was haben die schon zu sagen? Werden ja ohnehin von der CIA bezahlt. Wie bitte? Nein, wirklich. Sie wollen, dass Amerika wild und frei und ungestüm erscheint im Vergleich zu den Russen. Aber wir sind wirklich frei. Im Gegensatz zu New York. Wird überhaupt jemand eine Ausstellung lokaler Künstler wahrnehmen? Bernadette kennt alle Autoren und Poeten. Alle? Ja, die meisten schreiben sogar über sie. Das ist genau das Publikum, das sie suchen. Die Beatnik-Szene ist bereit für den großen Knall. Zur Vernissage holen wir sie alle her. Die ganz großen Künstler. Es wird gelesen, diskutiert. Ich habe Freunde bei der Presse. Die werden darüber schreiben. Seite 1, gleich am nächsten Tag. Wie sieht's aus? Bekommt sie die Zusage? Gut, gut, in Ordnung. Ich hol deine Bilder nach vorn. Es ist also abgemacht? Sie wird ausgestellt? Selbstverständlich. Wow, okay. Sehr schön. Wir kommen mal ein bisschen weiter jetzt. Und hey, das ist mein Schlüssel. Siehst du? Bild. Ey, ich hab's doch gesagt, das ist nicht berühren. Krass, so geil. Ich nehme nur den Schlüssel.
Er gehört mir. Gefällt mir gleich besser, so im Licht. Jetzt haben wir alle drei Schlüssel. Oh, geil! Da können wir jetzt zum Safe gehen, oder was, ey? Oh. Ich meine, zu dem, nee. Kühlschrank. Wer bewacht den Kühlschrank? Vielleicht sind dafür die Schlüssel. Ich weiß nicht. Oder der Safe? Vom Mickey? Irgendwas wird das ja wohl bedeuten. Oh, wir sind jetzt fertig, denke ich. Wir gehen jetzt raus. Ja, genau. Wir haben alles durchgefragt. Warte mal, können wir eben nochmal reden? Ich hasse es, meine Zukunft in die Hände eines Mannes zu legen. Sie hat einen feinen Geschmack. Ich hasse es, meine Zukunft in die Hände eines Mannes zu legen. Okay, da kommt nichts mehr weiter bei rum. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal. Jawohl. Da-dam, da-dam, da-dam. Oh. Verdammt! Du redest zu viel. Fragst alle nach einem Schlüssel. Naja, selbst schuld. Jetzt gehört er mir. Gib mir den Schlüssel. Oder du und deine Freunde sterben. Wir filzen dich so lange, bis wir es gefunden haben. Mach dich mal locker. Läuft doch alles. Du sollst mit ihm sprechen. Mickys Leibwächter sieht sauer aus. Mickey sieht verzweifelt aus. Er wird mich jeden Moment umlegen. Gib mir den Schlüssel. Immer mit der Ruhe, Mickey. Okay, er will also einen Schlüssel haben. Ich denke, wir kommen ja dann nicht eher... Warte mal. Sobald ich losrenne, bin ich tot. Okay, dann machen wir das lieber nicht. Aber der Kopf ist ja auch noch da. Aber der macht auch nichts. Der behält das alles nur immer im Blick. Hm. Geben wir immer den kaputten Schlüssel, damit er da nichts mit anstellen kann, denke ich mal, oder? So, und hier, da. Hier hast du den verdammten Schlüssel. Ist wahrscheinlich eh nur für eins von Joes Liebesnestern. Zur Hölle mit ihm. Okay. Und kein Wort darüber an niemanden. Finde die Tür zum Schlüssel. Was? Ich hab alles unter Kontrolle. Ich hab dich im Auge. Du wirst mich schon noch hinführen. Geh schon. Siehst du, alles unter Kontrolle. So, wir müssen hier irgendwie an den Schlüssel wieder dran, damit wir damit irgendwie dann an das Geld kommen. So. Wie geht's jetzt weiter? Was ist das denn hier? Hör mal auf. Wir gehen jetzt mal zu Mickey. Vielleicht können wir ja jetzt nochmal mit ihm reden. Ach, guck mal, jetzt sitzt er draußen. Na geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Warum dachtest du, du müsstest mir den Schlüssel mit Gewalt abnehmen? Ich war eh gerade auf dem Weg, ihn dir zu bringen. Süße so. Lügen aus einem süßen Mund. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass ich etwas für dich empfinde. Ich möchte dich ja mit offenen Armen willkommen heißen. Aber warum sollte ich dir trauen? Können wir das nicht irgendwo besprechen, wo wir ungestört sind? Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Dort können wir ungestört reden. Soweit, so gut. Jetzt sind wir schon mal wenigstens im Büro. Da können wir nach... Ich muss mal gucken, wie war das mit der Kombination ist. Ich weiß, ich bin furchtbar gewesen. Aber lass es mich wieder gut machen, okay? Joe hat seine Chancen verspielt, als er mich angelogen hat. Und ich habe schon lange einen Blick auf dich geworfen. Was? Teilweise kaufe ich dir das ab. Hast du irgendwie Einfluss, Detective Grassy? Hast du irgendwie Einfluss auf Detective Grassy? Lass ihn nur rumschnüffeln. Der Kerl findet doch nicht mal seine Nase, wenn die Sonne scheint. Einen Moment. Dieser Schlüssel, den du gesagt, es fehlen noch drei. Dieser Schlüssel, den du mir abgenommen hast. Es fehlen noch drei. Es gibt vier Schlüssel für vier Türen. Dahinter liegt die Beute. Und du hast nur einen. Vier? Ich krieg sie zusammen. Aber das dauert ein paar Wochen. In Ordnung. Ich gebe dir noch etwas Zeit. Schau, was du noch rausfinden kannst. Genau, da war ja auch noch was. Die Nixe und ihre Mädchen wollen auf Tour gehen. Warum lässt du sie nicht einfach? Ich habe sie unter Vertrag. Sie macht, was ich sage.
Nächste Mädchen wollen auf Tour. Okay, alles klar. Gespräch beenden. Das war's erstmal. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ach, Hand ja. drauf. Was? Bleib weg von mir? Gott verdammt! Ich meine es ernst. Deine Hände sind schmutzig. Ach so, meine Hände. Okay, Wechselleine, Wäscheleine. Nein. Was zur Hölle? Scheinbar wohnt Mickey in seinem Büro. Wahrscheinlich hat er Angst, auf der Straße erschossen zu werden. Was haben wir noch? Bilderrahmen. Seit dem Goldrausch gibt es in diesem Schuppen schon mehr Jungfrauen. Dahinter ist nichts. Sein Safe ist gleich hier. Okay. Was haben wir denn? Safe. Ein schweres Ding. Der wird mich den Safe niemals anrühren lassen. So nicht, nee. Was haben wir noch da? Safe. Chirurgenmaske. Ich wette, das ist nicht dazu da, um andere vor seinen Niesattacken zu schützen. Mickey denkt immer zuerst an sich selbst. Vielleicht hat er Angst, sich einer Erkältung einzufangen. Nee, danke. Telefon? Nein. Ich habe Mickey nie damit telefonieren sehen. Vielleicht hat er es nicht bezahlt. Würde mich nicht wundern. Nein. Die Steuerbehörde sitzt ihm ganz schön im Nacken. Vielleicht bekommt Mickey ja Joes alte Zelle. Also, auch hier, ne, denkt an den Büro. Linke Maustaste und rechte Maustaste benutzen für andere Hinweise, die ihr noch nicht hattet. So, Anlage. Nein. Ablage. Auch rechts. Gangster haben Papierkram zu erledigen. Oh Mann, er hat echt kein Händchen für Sportwetten. Und noch weniger für Kredite. Okay. Ablage. Champagner. Ich würde ihn ja gerne trinken, aber manchmal schüttet Mickey den Background-Sängerin was in den Drink. Er hat sich die beste Flasche des Hauses geholt. Er weiß, dass seine Zeit bald um ist. Okay. Was haben wir hier? Medizinisches Buch. Keine Zeit für diesen akademischen Mist. Ein medizinisches Buch über Viren und Keime. Sieht ziemlich zerlesen aus. Mickys Schlafplatz. Sicher nur Fussel und Staub in den Ritzen. Davon werde ich garantiert nicht satt. Man kann es in ein Bett verwandeln. Früher hat Mickey hier junge Mädchen vernascht. Jetzt schläft er nur noch unruhig und wartet auf seinen Tod. Okay, was haben wir hier? Haben wir noch Pillen? Wenn man eine Grippe klein kriegen will, hilft nur ein guter Schluck Wodka. Bah. Sind nicht die Pillen, die die Kreativität anregen. Nee. Nur Vitaminpillen und Placebos mit ausgefallenen Namen. Ich krieg den Eindruck, dass Mickys Isolation ihn zu einem Keimophoben gemacht hat. Vielleicht bekomme ich so meinen Schlüssel zurück. Wenn ich mit Putzen anfange, dann bei mir zu Hause. Spülmittel. Gummihandschuhe. Mickey ist eine reinliche Ratte. Wer hätte das gedacht? Wow, ich fühle mich... Was? Ich fühle mich auf einmal so komisch. Oh, ich fühle mich auf einmal so komisch. Ich muss mir was im Park eingefangen haben. Ich glaube, ich habe mir ein Bücherwurm eingefangen. Das sind bestimmt die Flöhe von meiner Katze. Das sind bestimmt die Meeresfrüchte, wahrscheinlich nicht ansteckend. Bücherwurm. Komm, es ist. Ich glaube, ich habe mir einen Bücherwurm eingefangen. Das ist nicht lustig. Okay, Ich muss mir was im Park eingefangen haben. Was? Entweder von den Pflanzen oder von den Jungs in den Büschen. Ich muss mich waschen. Bleib hier. Bin gleich zurück. Muss nur kurz ins Bad. Okay. Und fass hier nichts an. Nee, nee. So, und jetzt, glaube ich, die Safe-Kombination und zack. Ich versuche mal die Kombi. 37? 23? Ah, ich verstehe. Inch. Das sind Maße. Hat nicht geklappt. Die erste Nummer hat noch geklickt, aber die anderen waren falsch. Okay.
Rechtsklick. Die Kombination zu Mickeys Safe, wenn Bee denn recht hat. Das sind Maße. Moment. Ah, warte mal. Er ist, der Mickey ist doch verschossen in die Badenixe da, im Imme. Mit der sollten wir mal sprechen und ihr den Zettel vielleicht zeigen. Vielleicht kann sie was damit anfangen. Gehen wir mal in den Club. Ich bringe dich raus. Okay. Soweit. Also, es funktioniert. Es funktioniert. Bonita, Anita, komm, lass uns fröhlich sein. Ja. So, warte mal. Hinten, oh, Kleine. Oh. Wir kommen also weiter. Schön. Interessant. Mich interessiert, was im Safe ist. Wir haben den Schlüssel. Wir kriegen den Schlüssel wieder. Jee. So, warte mal. Ich probiere das mal aus. Vielleicht funktioniert das. Hey, mal. Christine. Willkommen zurück, Christine. Ich habe einen Zettel für dich. Kannst du was damit anfangen? Die Maße von Goldie, der Nixe. Aber die Kombination zu Mickeys Herzen. Das gibt's ja gar nicht. Sie hat etwas zugenommen und ist etwas flacher geworden. Okay, jetzt haben wir andere. Da stehen andere Zahlen drauf. Die Kombination zu Mickeys Herzen. Die Maße von Goldie, der Nixe. Okay, also, dann gehen wir jetzt wieder zurück in den Club. Ich werde ja verrückt. So, und jetzt gehen wir in... Warte mal, da. Jetzt gehen wir mit ins Büro. Ich bin gar nicht krank. Der Doc sagt, ich bin okay. Was ist los, Dicker? Können wir das nicht irgendwo besprechen, wo wir ungestört sind? Okay. Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Dort können wir ungestört reden. Gut, wenn wir im Büro mache ich jetzt einen kleinen Cut erst einmal. Ich muss erst mal... Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. Und ich was? Ich muss meine Katze rauslassen. Das so. War's erstmal. Gucken, ob ich das nochmal hinkriege mit diesem Putzmittelzeug-Dings. So, erstmal ein Cut, geht so gerade weiter. Also...